Ja, grüßt euch Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um ein Review des Tiffen Black Pro Mist Filter und warum der euch ein filmerisches Bild gibt. Viel Spaß! Ja, grüßt euch Leute, ich bin Paula. Auf meinem Kanal dreht sich alles ums Filmmaking, Technik-Reviews, aber auch um Tutorials. Wenn das also was ist, was dich interessiert, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Danke. Wie genau in diesem Video geht es um den Tiffen Black Pro Mist Filter. Das ist im Prinzip ein Filter, den ihr ja auf eure Kamera im Prinzip oder auf euer Objektiv schrauben könnt, was denn das Bild ein bisschen weicher macht, hauptsächlich die Hauttöne und die Highlights so ein bisschen ja glühen lässt, so einen leichten Glow dazu gibt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Effekt, finde ich. Und der macht das Bild deshalb filmischer, ja, weil der diesen Highlight-Roll-Off halt eben noch mal ein bisschen weicher macht und diese starke digitale Schärfe aus dem Bild halt nimmt. Den gibt es in verschiedenen Stärken. Ich habe den hier von einem Viertel. Ein Achtel ist die schwächste. Dann gibt es, wie gesagt, ein Viertel, ein Halb und dann voll. Und je nachdem, wenn ihr dann auf ein Halb geht oder voll, dann habt ihr da schon wirklich einen sehr starken Dreamy Look, will ich jetzt mal sagen, als wenn jemand so in Erinnerung schwebt. Dafür könnte man es gut als stilistisches Mittel nehmen. Aber ich sag mal, für den Allround-Zweck ist, finde ich, ein Achtel, wäre mir zum Beispiel ein bisschen zu schwach. Deshalb habe ich mich für ein Viertel entschieden. Ich verlinke euch den Tiffen Black Pro Mist Filter einfach mal unten. Ihr seht ja hier die ganzen Einblendungen, die ich damit gemacht habe. Da könnt ihr euch dann mal anschauen, was der aktuell kostet. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Filter, den man auf jeden Fall in seinem Kit haben sollte. Macht auf jeden Fall nicht den Fehler, den in der kleinsten Größe zu kaufen, sondern kauft den für euren größten Objektivdurchmesser und dann nutzt einfach Step-Up-Rings, damit ihr das dann auch an die Objektive, die einen kleineren Filterdurchmesser haben, dann entsprechend adaptieren könnt. Ja, das war's von diesem Quick-Tipp. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es so war, dann, wie gesagt, lasst mir gerne ein Like da, kommentiert, falls ihr Fragen habt, und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao. Thank you.